Hallo, schön, dass du mehr über die Wildkräuter am Wegesrand erfahren möchtest. Jetzt möchte ich dir die Schafgarbe zeigen, die auch bei mir in der Wiesen rund ums Haus wächst. Sie wird auch Braue der Venus genannt und so kann man es eigentlich auch ganz einfach erkennen, sogar jetzt im Herbst, wo es gar nicht mehr blüht. Da zum Beispiel sieht man die verschiedenen Blätter von der Schafgarbe, die bei den alten Griechen auch Soldatenkraut oder Kriegskraut genannt worden ist, wegen der blutstillenden Wirkung. Und auch die heilige Hildegard von Bingen sagt, dass das einfach ein wunderbares Pflanzen ist, bei Verletzungen innerlich und äußerlich angewendet. Und ich kann das nur bestätigen, also als Tee zum Beispiel für Waschungen, bei schlecht heilenden Wunden ist das wirklich gut. Oder auch, wenn man weiß, dass man eine Operation hat, also ältere Leute, Hüften, Knie oder auch sonstige Operationen. Man kann dem Körper einfach durch Tee trinken von Schafgarbe oder auch von der pulverisierten Pflanze oder Frischpflanze zum Essen schon dem Körper helfen, dass er Verletzungen, also Operationen, einfach besser durchstehen kann, besser heilen kann. Inhaltsstoffemäßig hat die Schafgarbe wieder für Gerbstoffe, Bitterstoffe, aber eben auch ätherisches Öl. Das ist für den guten Duft verantwortlich. Wenn man das so rührt, riecht man das sofort. Und dieses ätherische Öl ist eben auch wieder so entkrampfend wirkend, aber eben auch wirkt es gegen Bakterien. Und somit ist es eben eine gute Sache, wenn man eben schlecht heilende Wunden hat. Außerdem, ich würde es wirklich empfehlen, dass man das Kreidel klein schneidet, über einen Salat zum Beispiel drüber gibt oder als besonderen Pep auch mal ein bisschen was über einen Obstsalat drüber streut. Das schmeckt wirklich lecker. Probiert es einfach aus und ich wünsche euch viel Spaß beim Verwenden der Unkräuter vor der Haustür.